Alright, shit, it's time to go. Wo muss er denn hin? Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Let's Plays von GTA Online. Danke, dass... Oh, Michael ruft an. Hey, Mike! Hey, I spoke to Steve. We're ready to move. I gotta okay, take cool. The loot to this guy me and Trevor met, Devin Weston. Big time investor or something. Oh, alright, shit. Well, I'll see you at the lot. Darauf habe ich jetzt gewartet. Ich wollte eigentlich die Nebenmissionen jetzt machen, die da noch offen waren. Aber, also das hier und das hier. Aber ich habe tatsächlich jetzt darauf gewartet. Dann machen wir das. Dann kommt jetzt der FIB Heist. Nach der letzten Folge, die echt mega gut war. Oh, erstmal schön bei den Nachbarn, die ihr Haus verkaufen, die Mülltonnen umgefahren. Nee, ja, nachdem die letzte Folge, die war ja so mega gut. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das passiert ist. Ich meine, als ich das letzte Mal gespielt habe, war es 2014, 2015 so weit mit dem Singleplayer. Ich habe mal nachgeschaut. Danach habe ich tatsächlich nicht... Ich habe den Singleplayer tatsächlich nur einmal durchgespielt. Ich hatte ihn zweimal durchgespielt, plus einmal so angefangen. Tatsächlich habe ich nur einmal auf der PS4 damals gespielt, 2014. Beziehungsweise habe angefangen auf der PS3 und bin dann auf die PS4. Und habe dann GTA Online auf der PS4 gespielt und nachdem mir dann der Account weg war, also ich habe ja, bin dann auf PC gewechselt, wollte ja dann meinen Charakter transferieren mit allem, was ich auf der PS4 erfarmt habe, erarbeitet habe. Und das war nicht wenig. War ja der Account beim Transfer auf einmal weg, komplett alles. Dann hat es ein halbes Jahr gedauert, bis Rockstar mir dann wieder einen Account hergestellt hat, einen Standard-Account, mit, also meine ganzen Skills waren weg. Ich hatte nur noch einmal, ich hatte vorher bestimmt um die 10 Millionen auf dem Konto, plus zwei Garagen voll mit getunten Autos und die haben mir nur 5 Millionen wiedergegeben. Und ohne Apartments, ohne Garagen, ohne Autos, ohne alles. Also das ist ganz, ganz eine miese Geschichte. Und da habe ich ja das dann die Lust verloren. Und danach habe ich nur noch online gespielt und habe vielleicht ein, zweimal den Singleplayer angefangen. Aber ich habe tatsächlich einmal den Singleplayer bis jetzt nur gespielt. Ich hatte jetzt mal, wie gesagt, in alten Videos geguckt und so weiter, weil ich, wenn, dann habe ich es immer aufgenommen. Ich hatte tatsächlich sogar noch Videos auf Privat stehen vom Singleplayer, wo ich mal vor 2 Jahren oder so mal 3, 4 Folgen aufgenommen habe, aber nie veröffentlicht habe. Die standen noch als Privat bei mir bei YouTube. Fand ich lustig. Ja, und jetzt ist tatsächlich erst das zweite Mal, dass ich jetzt den Singleplayer komplett durchspiele. Ist los, finde ich gut. Und ich habe gerade richtig Bock drauf. Eigentlich müsste ich langsam mich mal ins Auto setzen und Richtung alter Wohnung fahren. Es ist mittlerweile 15 Uhr. Und morgen früh um 8 kommt das Umzugsunternehmen und ich fahre 2 Stunden. Und ich muss die Wohnung noch fertig machen. Also ich denke, 1, 2 Folgen werden wir noch aufnehmen. Aber dann werden wir uns langsam da in diese Richtung bewegen. Oh, warte mal, ich muss mich mal richtig hinsetzen. So. Hey, what's cracking? What's here? Right there. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Hey. All right. Hey. So, listen up. Here's the plan. Hey, Trevor. Yeah? I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah? I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes guy. Saw a little hole for home. As long as I am not on the ground when the shit goes down, okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Sound cool. Professional, dog. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right, the masks. Ach, verdammt, ich habe ihm keine Clownmaske gekauft. Real professional. Let's do this. Leider gab es keine dritte Clownsmaske.
Warum haben die jetzt schon auf? Das macht doch keinen Sinn. Little Pricks. Alter, wie schnell die weg sind. Okay, Fluchtauto haben wir auch versteckt. Ich hoffe, das steht nicht so weit weg. Ich hatte keine Ahnung, wo der Überfall stattfindet. There they are, incoming. Get ready to do your thing. Michael, you better get on your way. Get moving, Em. Across both lanes, remember. Ob ich das hinkriege? Ich soll das genau an dem Punkt machen. Ja, ist doch kacke, Leute. Na gut. Just stop in the road and stay there. I'm stopped. You're on, F. Did Public Works change their schedule? Ram speed, bitch! Rammgeschwindigkeit. Oh. Und boom! Alter. We got contact. All right, make it happen. Plant sticky bombs. Sticky bombs. Yeah, get away from the door and make it happen. Ein Umschlag. The cops will be swarming here in 10 seconds. You better run. Shut the fuck up. Come on, good to go. You hear all them sirens, dog? They got a panic button, all right. Whole lot of cops on the way. F, get covered by those barriers. I'm going up here. Okay. We ain't gonna clear the area. All right, we hold the cops. Make a play. Okay, ich wollte eigentlich flüchten. Hey man, we sitting ducks right here. Habe ich nicht. Oh, wir sollen zu ihm wechseln. Wir sind. Okay, geh da mal rüber. Hatte ich nicht einen. Genau, wollte ich schon sagen. Oh, wo kommen die denn her? Wieso kommen die denn so weit vor? Ist das euer fucking Ernst? Ich geh mal auf. Wo? Hold him back.
Was ist der Hubschrauber? Da. Was müssen wir? Schaltet. Okay, wir sollen. Einen? LSPD sniper team on the roof opposite. You just to the right. You gotta take him out. Oh. Ich sehe kein Sniper Team. I see the snipers. I'll get rid of them. Oh. Up there, man, on the roof. Take these snipers out. I got the first shooter. Rooftop is clear. Clear of shooters. Cops on the left here. Wieso kam von da Schüsse? How are things for you down there? You should have let us go. I'm reloading. Ich sehe niemanden. Also da. Den lad aber nach. Oh, ich hab den Piloten erwischt, gut. Was für ein Chaos. Wir haben nur noch einen Stern? Wieso haben wir nur noch einen Stern? Ja, wir haben gerade zwar 100 Polizisten getötet, aber wir haben nur noch einen Stern. Cool. Jetzt haben wir gar keinen Stern mehr. Ach ja, das, ach, die Stelle von dem Auto, also das ist gar nicht so weit weg. Ich dachte, ich wusste nicht mehr, wo. Wie gesagt, ich wusste den Zusammenhang nicht mehr, wo das Auto stehen muss und wo der Überfall war. Können wir eigentlich mal was essen? Nee, Bild auf war das. Nee, das geht nur in. Oder war das einfügen? Oder Position 1? Nee, das war das. War das M? M war das. Okay, das geht nicht. Nicht in der Mission. Müssen wir den Zwack noch zerstören? Ich fahre mal kurz das Auto noch ein Stück weg. Hier ab. Ich habe damit nichts zu tun. Aber was ist denn jetzt? Ah, okay. Everything cool? Yeah, man. Shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Okay, das war jetzt einfacher als ich dachte. Und er hat das coolste Auto ever geklaut. Devin Weston ist das. Ach, das ist doch dieser Multi...
Aber warte mal ganz kurz. Mein zweiter Monitor. Dass ich abschalte. So. Devin Weston, das war doch dieser Multimilliardär oder so. Töten wir den nicht auch noch irgendwann? Mann, jetzt fahr! Idiot. Got a package for Devin Weston. Package for Mr. Weston. Package for Mr. Weston. Weiß Mr. Weston, dass du mit einem Trainingsanzug rumläufst? Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 no. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. Der fährt einen geilen Bugatti. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you. All right. Oh man, Solomon Richards. So schnell hat man ihn. Von fick dich zu. Okay, ich mach, bin deine Bitch. Okay, ich mach alles, was du willst, und ich bin deine Bitch. Neuer Kontakt, Devin Weston. Blitzschnell, du hast eine klassische Blitzaktion durchgezogen. Yay. Ja, cool. Das war doch mega. Was haben wir denn jetzt noch für... Oh, warte mal. Ich will den Humvee haben. Machen wir hier keinen Stress. Ah, it's insured. Don't be a dick. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax. The guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, yeah, yeah, I'll think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. Der Typ auf dem Beifahrersitz gackt die ganze Zeit noch rum. Gut, das ist jetzt natürlich, Devin Solomon. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir so schnell durchkommen. Also wir sind jetzt, aber trotzdem, das passt ja von der Zeit her. Wir machen an der Stelle wieder Feierabend, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe... Ey, ganz ehrlich, steig aus. Ja, danke. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann... Oh, warte mal. Tracy ruft an. Tracy, Baby, you called? Yeah, look, Dad, we're worried. I'm worried too. I really want to see you. Well, I don't want to see you. You need help, like serious, serious help. And if you don't get it, you're gonna be killed. Tracy, I love you. But you don't know what the fuck you're talking about. I tried, Daddy. That's all I could do. Seine Schuld. Seine Schuld von dem Mopedfahrer. Der ist auf meine Spur gekommen. Ja, wie gesagt, wir machen an der Stelle Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt, Alter, die Karre fährt sich so beschissen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Den erwisch mal noch. Komm, den erwisch mal, den erwisch mal. Besteht mit Devin Weston auf einer neuen Baustelle im Power. Bitte seien Sie pünktlich und bereit und sofort mit der Arbeit, okay. Machen wir aber nicht mehr heute. Oh, ich habe echt Bock, noch zwei, drei Folgen aufzunehmen. Ich hoffe, das haut im Ton so alles hin. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.